Hallo, liebe Zuseher, es ist schön, wieder mit euch zu sprechen an einem Donnerstagabend dieses Mal zum spirituellen Heute-Journal. Und an meiner Seite haben wir den wundervollen Dr. Med Harald Daub. Harald, ich grüße dich sehr herzlich zu unserem Talk. Ja, das freut mich, vielen Dank. Ich grüße dich natürlich auch von Herzen. Und ja, das ist mal der Anfang. Ich fühle mich schon mit dir wohl. Wir haben ja vor der Aufnahme schon ein bisschen gescherzt, weil ich gesagt habe, hier ist jemand, der ist ein bisschen größer und hier ist jemand, der ist ein bisschen schmäler. Und wobei hier tatsächlich ein Gewichtsunterschied auch in echt vorliegt. Aber ganz so dünn, wie du hier auf dem Bild ausschaust, bist du in echt nicht. Und jetzt sind wir schon fast beim Thema. Heute geht es um Selbstheilung. Hier heute geht es darum, dass wir vieles, was das Thema Körper, Körperintelligenz, Körpergesundheit und Gesundung irgendwie nicht nur verlernt haben, sondern wir haben es ausgesourced. Wir gehen zu unseren Ärzten und sagen, mir tut das weh oder das weh und mach mich doch wieder bitte gesund. Und Gesundheit, glaube ich, ist das Thema überhaupt zur Zeit. Viele Menschen haben seit der Covid-Zeit oder vielleicht auch vorher schon, aber jetzt hat es zugenommen, Ängste, Stress, Burnouts, körperliche Beschwerden. Die Welt ist im Umbruch, die Welt ist im Wandel. Permanent strömen irgendwelche negativen Informationen auf uns ein. Und unser Körper, wir reagieren darauf. Und Harald, beginnen wir mal mit deiner Geschichte. Ich habe dich ja kennengelernt auf den Day of Change letztes Mal. Und das ist aber ein anderes Thema. Das ist ja ein sensationelles Geschehen, was da immer abläuft. Und du hast mir dann erzählt, dass du ja auch durch die Höhen und Tiefen dieses Lebens gegangen bist, dass du nicht nur, weil du aus der Arzt bist, sage ich mal, immer ganz oben auf warst, sondern dass du auch deine dunkle Nacht der Seele hattest. Und beginnen wir mal ein bisschen was von dir zu erzählen, dass uns die Zuseher mal erkennen können, wer du bist. Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Mein Vater war Zimmermann, meine beiden Opas waren Zimmermänner. Ich habe früher viel auf dem Feld gearbeitet und wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Ich war immer der beste Schüler in der Grundschule und später. Ich war also nur ein gescheiter Kerle. Aber irgendwie hatte ich ja immer das Thema, nicht gut genug zu sein. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich war einmal Jesus-Fan als Junge. Das hat mich also sehr beeindruckt, diese Person, diese Figur, diese Geschichten, auch vom Heilen. Dann wusste ich auch nicht so wirklich, was möchte ich denn mal beruflich machen. So technisch war ich interessiert, aber ich wollte jetzt nicht Metallingenieur werden oder sowas, hat irgendwie nicht gepasst. Ich kann mich erinnern, dass ich mal so einen ganz offenen Traum hatte, wo ich mich wirklich wohlfühlen würde. Und da kam mir der Schlagersänger, das hat mich sehr beeindruckt. Okay. Und der Zauberer. Aber der echte Zauberer, nicht der Trickzauberer, sondern ja, also diese kindischen Bilder, diese freien Fantasien hatte ich immer schon. Und da kann ich kurz vielleicht jetzt auch in den heutigen Zeitraum kommen. Inzwischen, ich erzähle nachher noch über die dunklen Erfahrungen auch, aber inzwischen habe ich schon ein Bewusstsein und auch viele Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, dass wir auch im körperlichen Bereich, im geistigen, das wissen wir ja sowieso, und da bist du auch ganz arg drin im Thema, aber auch im körperlichen Bereich sind noch so viele Möglichkeiten offen, die jetzt in dieser Zeit neu kommen und die ich auch in den letzten Jahren quasi auch eben durch diese dunklen Erfahrungen, aber auch während dieser Erfahrungen hatte ich tiefe Einsichten auch, was die Körperlichkeit angeht. Und aber gehen wir doch nochmal zurück zu deiner schulischen Ausbildung. Du warst immer ein toller Schüler, klar, weil hast wahrscheinlich dann Abitur gemacht, weil, glaube ich, man braucht mir dann irgendwie ein Numerus Clausus, ein Einser irgendwie, sonst kann man ja auch nicht Medizin studieren. Also es sei denn, man macht es in anderen Ländern, da hat man dann auch eine Warteliste, da kann man sich dann anstellen und warten 2, 3 Jahre, bis man drankommt, wenn man mal 2 oder 3er Schnitt hat.
Was du dann, es geht, ich kann ja meine Schulzeit berichten. Da gab es ja immer die Hau drauf, das waren dann immer die Anführer, das waren aber nicht unbedingt die Schlauesten. Und dann gab es diese, in Anführungszeichen, die Streber, die immer die guten Noten hatten, die waren aber auch irgendwie Außenseiter. Also es gab immer irgendwie zwei, die irgendwo so ein bisschen sich abhoben. Wo hast du dich gefunden? Warst du außenseitermäßig unterwegs als Streber, in Anführungsstrichen? Ja, also ich war dann so bis zur 10. Klasse oder 9. Klasse war ich, glaube, einmal war ich sogar Stufenbester in der 7. Klasse. Und dann hat sich das ein bisschen geändert, so mit der Pubertät, als das Mopedfahren kam und die Mädels, wo man dann hätte auch lernen müssen. Das habe ich dann tatsächlich auch nur im begrenzten Rahmen gemacht. Mein Abitur war schon gut, aber ich habe dann den Platz gekriegt durch diesen sogenannten Intelligenz- und Begabungstest. Das hat mir dann den Zugang für den Studium dann auch ermöglicht. Genau. Aber so der klassische Streber war ich nicht. Also früher war ich immer sehr brav. Also So. die hat dann irgendwann einmal Medizin interessiert, sagt, Heilung ist, das wäre mein Thema, also und hast dich zum Medizinstudium entschlossen. Ja, der Auslöser war eigentlich, mein Vater war 45-jährig, der hat so deine Körperstatur gehabt. Und der hat sehr viel geschafft, er hat auch viel Stress gehabt. Und er hat dann einen Herzinfarkt gekriegt mit 45. Und ich war da, glaube ich, 16 oder 17. Und dann saß man da in der Station und er war der Erste, der in dieser Klinik, da gab es ganz neu die Defibrillatoren. Gibt es halt überall. Ja, damals war Elektroschock, ja, das Stichwort. Und mit dem hat man ihn dann also gerettet. Das hat bei ihm als Erster funktioniert. Und das war dann schon ein Durchatmen. Und das hat mich beeindruckt, dass ich gesagt habe, okay, Medizin. Also ich war schon immer, auch in dem Alter schon, so sozial und spirituell ein bisschen angehaucht und so ganzheitlich und Menschen begegnen. Und diese Dinge haben mich eigentlich schon interessiert. Aber da habe ich gesagt, ja, die Medizin, die leistet ja doch aber auch ganz schön viel vom Technischen her. Das hat mich dann auch inspiriert. Und eigentlich ab da habe ich dann gesagt, okay, das kann ein Beruf für mich werden. Wobei ich nie das Bild hatte vom klassischen Arzt mit Krawatte und weißer Kittel und diese Geschichte. Aber ich habe es dann halt gemacht, ja, weil mich das dann schon, ich war dann, ich habe dann in der Leist damals gab es noch die Leistungsfächer, da war ich dann in Physik und Biologie sehr gut schon durch das Abitur vorbereitet. Und dann war das Studium für mich auch schon mal ziemlich einfach, weil ich da schon gute Voraussetzungen hatte. Und war schon auch begeistert, ja, von dem wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen, also Physiologie, da war ich sehr gut, also wie funktioniert der Körper, wie funktionieren die Organe, da muss man ja Druck, also da geht es ja um Physik und um solche Dinge. Und Biologie hat mich sowieso sehr interessiert, ja. Hast du dann auch das erste Mal erkannt, dass es eigentlich ein Wunderwerk ist, was wir hier bewohnen? Ja, also das war schon, wenn man da tief Einblicke hat, wie da alles die Organe sind und wie die Knochen, ja, wir mussten ja jedes Eckchen vom Knochen mussten wir wissen, wie der Tuberkulum heißt und wie die Vena heißt, die dann irgendwie unten um den Kehlkopf läuft und so. Also man musste da viel auch Anatomie lernen. Und das war schon faszinierend. Ja, einmal. Aber schon immer auch die Psychologie und das hat mich schon auch immer sehr interessiert. Was dann, wenn ich das an, vielleicht wenn es passt, was für mich früh wirklich ein Stress war, dass ich gemerkt habe, innerhalb schon der Medizinstudenten, also nicht nur unter den Ärzten, aber schon unter den Studenten war zum Teil ein sehr großes Konkurrenzdenken. Es gab so ein bisschen wie in der Schule auch so die Leute, die ein bisschen sozialer waren und auch abends gerne mal zum Feiern gegangen sind oder so, aber es gab auch welche, die haben gelernt und gelernt und gelernt und dann mussten eins her und so. Und das war klar, da ist die Karriere absolut im Fokus. Ja. Und das war nicht so schön. Vor allem auch manche Dozenten waren einfach sehr ja, unnahbar. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo dann, ich weiß nicht, welches Fach das war, er sagt, ja, jetzt müssen Sie sich dran halten, jetzt sind Sie Mediziner, jetzt muss man mit Jackett und Krawatte rumlaufen und Sie haben einen Statusberuf und so weiter. Also, kannst du dir vorstellen, das ist jetzt nicht schlimm, aber, oder was vielleicht dazu zu sagen war, was mich gestresst hat, war, ich habe gemerkt, aber zu viel gelogen. Ja, ich musste einfach Dinge lernen, gerade auch in der Pharmakologie, wo ich wusste habe, da stimmt was nicht.
Und das hat mich angestrengt und ich habe dann auch schon mal ein bisschen gehadert, ja, ob ich das wirklich mir weiter antue. Gewisse Dinge und auch gewisse, ja, ich kann mich erinnern, ich war mal in der Chirurgie als Formulant. Da kommt der Professor rein und sagt: So, sind Sie bei mir? Der sagt nicht Guten Morgen, sondern sagt: Sind Sie bei mir? Ich sage: Ja, grüß Gott, Herr Professor, ja, ich bin jetzt bei Ihnen 4 Wochen lang. Morgen sind die Haare ab. Oh, Also, es war wie hast bei du deinem. Haare gehabt oder was? Ja, nicht einmal besonders lang, nicht mal viel länger wie jetzt, glaube ich, so, ja, also nicht. Also, das war einfach gleich mal Trieze, gleich mal Sager, wer hier der Chef ist und wer hier quasi der kleine Formulant ist. Das war. Das sind nicht alle, ja, es gibt, kann ich dir vorstellen, in jedem Bereich. Aber eben, das Menschliche hat mir wirklich gefehlt in der Universität. Ja, das ist aber spannend, weil die Menschen blicken ja auf die Götter in Weiß und sagen, okay, der ist derjenige, der mich wieder gesund macht und so weiter. Und die fühlen sich dann teilweise auch so, oder? Ja, also ich würde jetzt mal, ich meine, das kann man hier schon sagen, wenn ich das aus meiner Betrachtung sehe, es gibt schon viele Menschen in dem Beruf, die, sage ich mal, die können nicht wirklich viel. Also die haben ihren Zettel, ja, ihren Doktor oder ihre Approbation und dadurch sind sie halt berechtigt. Und dann muss man halt tun, was in den Leitlinien steht. Ja, ich habe jetzt gerade auch eine Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, einmal als Psychotherapeut, dann als Oberarzt für Schmerzen. Und ich hatte einen sehr sympathischen Chef, ja, der hat mich gemocht und er wollte auch nicht, dass ich gehe und so weiter. Und ich habe dann mal gesagt, ich merke, hier wird ständig Olanzapin verschrieben. Das ist eigentlich ein Psychotikum bei jeder Angst, bei jeder, wenn ich jetzt nicht kein falsch habe. Auf jeden Fall ein Mittel, was man eigentlich nicht bei Depressionen geben darf, ja. Und dann habe ich gesagt, ob er ihm schon aufgefallen ist, dass das hier viel verschrieben wird. Ein anderer Oberarzt meinte, ja, das hat er von mir gelernt. Da sage ich, wirklich, machst du das und so weiter? Findest du das gut? Ja, das funktioniert halt. Da sage ich, streich gerne zugelassen. Da sagt er, ich bin Psychiater, ich darf alles. Okay. Also, aber das ist ein netter Typ. Also, ich möchte jetzt diesen Menschen, ich fand den wirklich gut, aber er ist Chef und er hat sich um die Leute auch gekümmert und er hat sicher auch. In diesem Feld macht er das ganz gut, aber einfach als Beispiel, ja, dass wenn man dieses Dokument hat, muss man nicht unbedingt ein guter Arzt sein im Sinn, also ich habe es ja auch, vielleicht auch dir gesagt, Arzt kommt ja von Artist, der Künstler, ja. Und früher die Ärzte, sage ich mal, ich habe noch Erinnerungen, ich habe auch mal in der Landpraxis gearbeitet, in Niederbayern übrigens. Bei mir um die Ecke. Eidenbach, genau. Und da, ja, da ist man mit den Leuten, da sind wir auch, ich habe auch Hausbesuche gemacht und dann hast du am Schluss nur Wurst gekriegt, wenn du gegangen bist und so. Oder war natürlich die Kunst, einfach mit den Menschen umzugehen, ja, einfühlsam zu sein. Ja, und früher haben die Ärzte das auch noch gelernt, würde ich mal sagen. Ja, da war das auch noch ein, wie soll man sagen, so ein Ehrenkodex, ja, dass man sich um die Leute kümmert. Also auch menschlich, ja, wenn man zu der Familie heimgeht und so und die Leute kennt. Also die Kunst der Medizin, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Medizin ist eigentlich eine Kunst und der Arzt ist eigentlich ein Künstler, der Einfühlungsvermögen haben sollte, der kreativ sein sollte. Und heutzutage wird leitlinienkonform behandelt, wenn ein Facharzt bei einer gewissen Diagnose, ja, wenn jetzt zum Beispiel in der Psychiatrie die Diagnose, was immer drin steht, dann muss der auf jeden Fall den Patienten immer wieder darauf hinweisen, dass er zum Beispiel ein Antidepressiva nehmen soll. Ja. Wenn er das nicht tut, dann kriegt er Stress. Also er darf nicht selber entscheiden, bei diesem Mensch wäre es vielleicht gut, keins zu geben. Ja. Er muss sich nach Leitlinien orientieren, wo man auch sieht, einfach, dass die Leute ja, letztlich funktionieren. Ja. Da wird gemacht, was im Buch steht oder was man gelernt hat oder was die Leitlinien sagen. Und die Kreativität, das Künstlerische, das ist, ja, so haben natürlich auch, es gibt natürlich viele kreative Ärzte, ja, aber um mal so eine Hausnummer ein bisschen zu beschreiben. Genau, um mal auf den Punkt zu kommen bei dir, weil da steht ja das Buch schon neben dir, ich habe es auch hier, ich werde es dann lesen jetzt im Urlaub.
Das Silent Touch, wie bist du dann, sage ich mal, in diese alternative Szene oder die erweiterte Medizin, wenn ich es einmal so sagen darf, wie bist du hier reingerutscht und hast erkannt, hier gibt es noch mehr, als wir diese Leitlinie abzuarbeiten? Also wie gesagt, in der Zeit, ich habe in Freiburg studiert, ich habe noch einen guten Freund damals, der Kurt, der auch sehr offen war und noch andere. Wir waren da ein gutes Team und wir haben uns tatsächlich auch für die Spiritualität interessiert, beide. Wir hatten einen guten Freund, der war Heilpraktiker, der hat dann mit Bachblüten ein bisschen gezeigt, da haben wir uns mit beschäftigt, mit Homöopathie, so im Ansatz. Und dann habe ich mich interessiert für Geistheilung. Dann habe ich mal einen Kurs gemacht, bei einer älteren Dame schon, Diana Craig und Rothbard, die sind die, für Geistheilung, weil es mich einfach interessiert hat. So, und da bin ich dahin. Zuerst dachte ich, was sind da für komische Leute? Am Schluss natürlich geliebt, wie es immer ist. Und sie hat auch damals ein bisschen versucht, das über den Nervus vagus zu erklären, ja, was eigentlich auch tatsächlich, der Nervus vagus ist übrigens ein sehr wichtiger Nerv, eigentlich ein Sinnesnerv. Da wird ja immer dem parasympathischen System zugeordnet, aber eigentlich ist er ein Sinnesnerv, wie Riechen, Schmecken und so weiter. Es ist eigentlich ein Fühlnerv, Klammer zu. Und dann haben wir also Hand aufgelegt und Licht und Liebe fließen lassen und so. Ich habe es einfach mal gemacht und es hat funktioniert. Ja. Und dann hatte Diana gesagt, wow, du bist talentiert, du musst zu uns in die englische Spiritual Church und so weiter. Aber das war dann für mich wirklich dann auch ein Stress. Ich weiß noch, ich bin nach dem Kurs heimgefahren zu meinem Vater und er hat gesagt, was machst denn du für einen Scheiß? Also so echt Augen und dann mit Kollegen im Studium drüber geredet und da gab es natürlich schon wenige, die nicht geschmunzelt haben und gedacht haben, was verzapft der Harald da? Ja, wenn du mit Bachblüten und solche Sachen kommst und Geistheilung, da wird natürlich schon eng. Genau. Und das war dann für mich auch so ein inneres Zerrissensein schon. Und dann haben wir in Freiburg den Walter Packi kennengelernt. Das ist ein sehr spezieller Arzt auch. Ja. Er hat die Biokinematik entwickelt. Ob er es selber erfunden hat, weiß ich nicht. Er hat auch von anderen Menschen erzählt. Aber der hat Menschen, also wir haben dann ganz viele Patienten zu ihm gebracht, auch meine Eltern und viele Verwandte und die Rückenschmerzen hatten zum Beispiel oder Gelenkprobleme. Und der hat die Leute komplett anders behandelt, wie ich es damals in der Orthopädie an der Uni gelernt habe. Der hat bei Rückenschmerzen hat er immer vorne entweder gespritzt oder gedrückt. Also das beschreibe ich dann auch im Buch. Es gibt ein Phänomen. Einfach gesagt, wenn es vorne klemmt, tut es hinten weh. Okay. Viele Rückenbeschwerden und letztlich macht der Schmerz ist eine Verarbeitung des Gehirns oder des Bewusstseins. Und dann empfindest du zwar wieder den Schmerz, zum Beispiel im Knie oder im Rücken, aber es ist eine Art Projektion. Also du nimmst, also der Schmerz hat letztlich auch eine Schutzfunktion. Also es gibt da Zusammenhänge, zum Beispiel das, ich nenne das schmerzgekoppelte Antagonistenhemmung. Antagonisten sind Gegenspieler, aber eigentlich sind es Freunde. Und der eine Muskel so rumzieht, der muss der nachgeben, wenn der zieht. Wenn der zieht, muss der nachgeben. Okay, wenn jetzt einer von denen nicht nachgeben kann, der andere zieht aber weiter, da gibt es einen Stress. Und jetzt macht's das Gehirn, kann man sagen, oder eigentlich die Körperintelligenz oder die Systemintelligenz, macht dann so, dass es im aktiven Schenkel einen Stopp macht durch ein Schmerzempfinden. Ja, deshalb haben Leute, die einen sogenannten Hexenschuss haben, die kommen nach vorne und können sich nicht mehr aufrichten. Wenn man jetzt hingeht und vorne entspannt, richtet die sich auf und der Schmerz hinten ist weg. Ah, das ist ja unglaublich. Ja, das steht in dem Buch drin, das was dann auch verstehe, das hat eine absolute Logik. Und diese Prinzipien habe ich damals beim Walter Packi gelernt, wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Und so hat er auch die Leute behandelt und mein damaliger Kurt hat dann, mein Freund Kurt, damaliger, hat was richtig auch Großes entwickelt, die Myoreflextherapie, der ist halt mit Sportlern unterwegs. Und dieses Prinzip haben wir eigentlich gemeinsam gelernt. Und auch gemeinsam entwickelt. Und dann bin ich meinen Weg gegangen. Ich bin dann nach dem Studium zum Rüdiger Dahlke gegangen, weil ich ein bisschen frustriert war, wo gehe ich hin zum AIP. Dann bin ich zum Rüdiger Dahlke und er hat einen guten Freund gehabt, der Peter, der hatte eben in Aidenbach diese Landpraxis gehabt. Und dann war ich dort, habe ich dort mein AIP gemacht und gleichzeitig beim Rüdiger die ganzen Der Ausbildungen. Peter ist übrigens auch ein Freund von mir.
Na, der Peter, den ich meine, der ist gestorben inzwischen. Ach, so, also das ist auch noch, okay. Das war ein Flieger, aber ja. Okay. Alles klar. Aber. Name kennenlernen. Ja. Genau, zurück. Also, ich glaube, du hast gefragt, Studium, ja, wie ich, was ich da erlebt habe. Ja, nee, wie bist du praktisch dann eben auf dieses, auf diese alternativen Heilmethoden gekommen, dass du diese während, wie ich gerade gehört habe, während deines Studiums, während deiner Ausbildung schon auch immer wieder mal ausgetestet. Aber das hat dich scheinbar dein ganzes Leben lang nicht mehr ausgelassen. Genau, also meine große Vision ist das Erwachen, wie deine auch, ja, und die Gemeinschaft und die friedvolle Miteinander. Silent Touch ist ein Werkzeug für mich. Es geht um Berührung. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen vielleicht. Ja. Ja. So, Geschichte ein bisschen weiter. Ich habe dann, nachdem ich beim Rüdiger war, habe ich eine junge Familie gehabt. Dann sind wir wieder ins Schwabenland gezogen. Und ich habe dann eine Privatpraxis eröffnet. Ich war nämlich schon während dem Studium Heilpraktiker. Wenn wir da schon so viel gemacht haben, haben wir die Heilpraktikerzulassung uns erworben. Dann hatte ich also eine Praxis und habe viel so osteopathisch. Also ich nenne es Muskelmeridiantherapie. Das ist so meine Bezeichnung für diese manuelle Technik, die auf diesem Walter Packi auch sich daraus entwickelt hat. Und dann eben mit diesem Geistheilen war dann Anfang nicht so das Thema. Auf jeden Fall, ich habe sehr viel manuell gearbeitet, auch mit Übungen. Ich habe so ein paar Yoga-Training entwickelt, also ein Art therapeutisches Yoga, wo man auch Knieprobleme sehr schnell lösen kann, weil die Knieprobleme zum Beispiel auch von den Muskeln der Oberschenkel eigentlich die meisten kommen und gar nicht so vom Meniskus oder solche Dinge. Steht auch im Buch drin, was ich auch verstehe. Ist alles logisch. Und dann hatte ich mal eine Patientin mit der Diagnose Fibromyalgie, was eigentlich keine echte Diagnose ist, weil Fibromyalgie ist lateinisch und heißt, das Bindegewebe und die Muskulatur tut weh. Mehr sagt's nicht, ja. Es ist keine Diagnose im durchdringenden Erkennen. Was okay. Diagnose eigentlich heißt. Auf jeden Fall, die Frau war unglaublich unter Stress und unter Spannung. Ich konnte die also nicht mit Triggerpunkten oder irgendwie ein bisschen anpacken, ja, oder Massage ähnlich, sondern das ging nicht, weil die so Schmerzen hatten. Und da kam bei mir wieder die Erinnerung in diesen Geistheilungsraum, ja, in diese Erfahrung. Und dann habe ich einfach mal begonnen, die Hände, das war bei ihr im Brustraum hauptsächlich, auch schon mal aufzulegen, so am oberen Pectoralis, ja, und habe einfach mal gefühlt oder erspürt und ein bisschen was fließen lassen. Aber eigentlich nichts gemacht, sondern nur in diese nicht manipulierende Berührung gegangen, wenn man es mal so sagen soll. Das ist nur ein Beispiel von vielen natürlich, aber da habe ich gemerkt, oh wow, da tut sich jetzt so viel durch dieses Berühren, ja. Es muss nicht immer ein kräftiges Behandeln sein oder ein osteopathisch ähnliches Behandeln. Und so habe ich dann immer mehr Erfahrungen gemacht, dass diese stille Berührung, wie ich es dann genannt habe, so effektiv ist. Also auch bei allen anderen Dingen. Ich hatte mal zum Beispiel, ich sage vielleicht anschaulicherweise, also man kann es für alles anwenden. Und auch in meinen Kursen sage ich, das kann jeder lernen. Deshalb sind bei meinen Seminaren nicht nur Ärzte oder Heilpraktiker zugelassen oder Physiotherapeuten, sondern jeder. Ja. Egal. Das ist schön, weil um das geht es ja, weil wir gesagt haben, Silent Touch, dass man selber sich auch wieder heilen kann. Und in dem Buch sagt, diese stillen Berührungen, da zeige ich dich auf, wie du das selber auch und deinen Kursen, bis du das selber lernen kannst. Genau. Braucht man also, eine Vorbildung, wenn man da hinkommt zu dir? Braucht man gar keine Vorbildung, weil diese Grundprinzipien, die ich zum Beispiel jetzt gerade so ein bisschen angerissen habe mit der Antagonistenhemmung oder mit der Schmerzgelenksprojektion, die erkläre ich alle. Das ist in 2 Stunden erklärt. Mhm. So kompliziert. Das ist für jeden Menschen, wenn man sich das anhört, komplett logisch. Und dann natürlich gleich Praxis. Dann werden Übungen gemacht. Ja, eine Frage hat jemand Knieschmerzen und dann machen wir mit dem das vor und dann hat er keine Knieschmerzen mehr und dann kommt er wow. Und dann machen es die Leute selber. Ja. Und ja, ich meine, es gibt Physiotherapeuten, die haben ihre ganze Praxis nach so einem Grundkurs umgestellt, weil sie gemerkt haben, wie effektiv das ist. Und das ist kein Witz. Ja. Es gibt da übrigens auf YouTube ein paar Trailer oder ein paar Filme über das Thema.
Und da werden am Schluss meistens dann auch Teilnehmer befragt. Und da sind dann auch ein paar Therapeuten dabei, die gesagt haben, dass es wirklich sehr verblüffend ist, dass sie da Dinge, ja. Geht es auch im Inneren, wenn ihr irgendwelche anderen Krankheiten habt? Ich sage jetzt mal, ich gehe mal vom Schlimmsten aus, jemand hat, sage ich mal, irgendwelche Knochenkrebs oder irgendeine Krebsart, ist es auch mit diesen Silent Touch-Berührungen möglich, hier Linderung zu verschaffen? Ja, ich muss da aufpassen, als Arzt, weißt du, so Heilaussagen zu Ja, machen. Heilversprechen, ja klar, das darf man nicht. Aber ich erkläre es mal so. Letztlich ist jede Krankheit eine Störung des Energieflusses. Im weitesten Sinne. Ja? Ob das körperlich ist oder geistig, mental ist. Wenn ihr, das weißt du, was ich meine, ne? Oder die Zuschauer, wenn irgendwie was klemmt, dann fängt an, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt. Genau, das System zu hacken und dann Genau. Und dann gibt's fängt das Probleme. System zum Beispiel an, auch irgendwelche komischen Zellen zu produzieren. Und wenn der Energiefluss wieder da ist, dann löst sich das wieder in nichts auf. Ja. Und so kann ich die Frage beantworten, egal was es ist, wenn auch das System erlaubt, ja, also ich sag mal so, nur mal, du hast jetzt irgendwas, ja, mit deinem Mager und dein System oder deine Seele möchte ich aber gerade nicht, dass das ist ja einfach gerade dein Ding, ja, dann kann ich es nicht erzwingen und das würde ich auch nie tun, dass da sich was ändert. Aber wenn du offen bist dafür, dass ich was lösen darf und du hast jetzt zum Beispiel einen Partner, einen Therapeut oder einen Übungspartner, der dich da unterstützt in deinem Prozess, das, was da ist, zu erspüren, dem es da sein zu lassen. Geht es da auch um die Geschichte dahinter? Ja, dann kann sich natürlich auch vielleicht zum Beispiel, das ist auch oft so, das ist auch das Spannende, wenn man körperlich wirkt. Also wenn man zum Beispiel, der Körper ist letztlich auch ein Speichermedium. Jede Zelle speichert emotionale Energie. Auch traumatisierte Energie aus der Kindheit, was man nicht verschaffen kann, wird letztlich energetisch in die Zelle verpackt, solange bis der Zeitpunkt kommt, dass es das System vielleicht verschaffen kann. Und dann kann sich das auch wieder lösen. Ja. Aber die Antwort zurück, egal was es ist, ja, also da habe ich natürlich auch viele Beispiele, irgendein Tumor oder Knochentumor oder Muskeltumor fällt mir gerade ein. Die Patientin mit einem Sarkom am Oberschenkel, das hat wunderbar funktioniert. Ja. Und Wie lange dauert dieser Kurs? Ist das ein Wochenendkurs, ein Tag oder hast du Aufbaukurse? Wie oft komme ich da zu dir, um das zu lernen? ja, also ich fange jetzt wieder quasi neu an. Da kommen wir vielleicht noch, wenn die Zeit da ist, zu meiner dunklen Geschichte. Also ich habe Ja, zwei. genau. Da möchte man auch noch ein bisschen, weil du hast ja hier auch einen Weg hinter dir, der, ja, sage ich mal, tatsächlich in die Dunkelheit geführt hat. Kurz vielleicht noch zu den Kursen. Also früher war es so, da hatte ich quasi drei Kurse. Der Grundkurs und zwei Aufbaukurse. Das waren jeweils 3 Wochenende. Und da war schon ziemlich viel dann, also das erste Wochenende. Das wird jetzt auch wieder so sein, wobei jetzt neue Elemente dazukommen, die es noch leichter machen. Also die Grundelemente waren eben die stille Berührung, das Paar-Yoga-Training, diese therapeutische Übungsform oder therapeutisches Yoga, sage ich mal, und die Muskelmeridiantherapie, wo ich den Leuten da richtig sage, da an dem Muskelansatz, da kann ich mal, ich nenne es Whoops, Waking Up Points, die Triggerpunkte. Also wenn man konkret hat eine Rückenschmerze, dann machen wir die Whoops und dann steht er auf, wow. Also dass man sowas kennenlernt, ja, dass man das, weil nicht jeder Mensch ist vielleicht interessiert für dieses Osteopathische oder für das Manuelle, ja. Der eine ist vielleicht dann doch mehr interessiert einfach für die stille Berührung oder der andere mehr für die Bewegung. Deshalb habe ich im Gruppenkurs so alle drei Elemente mal drin, die sich natürlich auch super kombinieren lassen. Im Vordergrund aber schon die stille Berührung und auch zum Beispiel das, wie gehe ich mit Widerständen um? Wie kann ich Räume, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krankheit habe und bin ganz stark im Widerstand, dass die nicht sein darf, dann ist schwierig, dass da was in Fluss kommt. Ja, genau. Also braucht es den Schritt oder den Raum, es Erst darf einmal sein. es anzunehmen, oder? Zuerst einmal. Ja, einfach mal sagen, okay, da bin ich, da ist das Ding, ich erlaube, dass es da ist. Das meine ich damit, ja. Ja, und das kann man nicht gleich, das kann auch nicht gleich, das kannst auch du nicht immer gleich, wenn du irgendein Problem hast, aber in Schritten kann man es schon.
Und manchmal kann man es vielleicht, wenn man auch in einer Art Meditation oder wenn man mal den Kopf ausschaltet, dann kann man es einfach mal. Und da hilft das Erspüren. Wenn jetzt du zum Beispiel sagst, ich habe irgendwie gerade im Magen Druck, dann sage ich, schließ mal die Augen und ganz sanft, Schritt für Schritt, erspüre das, was ist. Ja, du lässt es da sein, interessierst dich dafür und dadurch, dass du sagst, okay, ich spüre mal rein, und ich muss auch nicht gleich volle Pulle rein und was weiß ich was, sondern sanft, dadurch erlaubst du ja schon, dass es ist. Also das ist dann was Gleichzeitiges. So in die Richtung geht es. Genau. Okay. So, haben wir noch was vergessen zu dem Thema? Genau, Kurse. Also Grundkurs, einmal zum Kennenlernen und da gibt es jetzt der nächste, 8. bis 10. September am Chiemsee. Gibt es denn schon eine Webseite von dir oder wo kann man denn dich finden? Genau, eine Webseite ist silent-touch.net. Dann werde ich die gleich mal verlinken, auch hinterher. Ja. Silent-touch.net, oder? Nein. Okay. Genau. Also, und da sind auch deine Kurse drauf, oder? Da ist jetzt mal nur der erste Kurs drauf und da ist auch noch das alte Konzept drauf. Also ich werde sicher Weiterführungskurse machen. Ich bin da auch ein bisschen offen, zum Beispiel, was so geschieht generell in meinem Leben oder im Leben. Also ich bin auch offen dafür, wenn jemand sagt, in Hamburg oder in der Schweiz, hätte ich mal Lust vorbeizukommen, wir haben 5 Leute, dann mache ich das gerne. Ja, das fängt gerade wieder so an. Mhm. War das so, dass ich da eben Grundkurs und 2 Aufbaukurse hatte. Genau, und jetzt wenn wir dazu kommen, natürlich auch einmal deine andere Geschichte zu hören, da sagst du, okay, warum hat er denn aufgehört, warum fängt er denn jetzt wieder neu an, wo war er denn in der Zwischenzeit, was hat er denn gemacht? Ja. Genau. Ich habe so mal, soll ich gleich weiterreden, oder? Bitte, ja, ja. Lass dich von mir nicht stören. Ja, ist gut. Ja, also 2007 habe ich dann angefangen mit dem ersten Kurs mit Silent Touch. Eben im gleichen Modell wie jetzt wieder. Und habe dann auch über viele Jahre war ich Trainer im Bewusstseinstraining. So schön so mal amerikanisch, das hieß Avatar. Und dann in einem Training europäisch von einem Schweizer, das sage ich jetzt gar nicht, wie es heißt. Da habe ich zwar viel gelernt, aber da war ich auch am Schluss sehr enttäuscht. Das empfehle ich heute nicht mehr. Mhm. Aber ich habe trotzdem viel gelernt und Bewusstseinszugänge. Und genau. Und dann kam ich in eine Phase, wo ich selber auch mit mir immer auch mal wieder Schwierigkeiten hatte, aber dann auch im Außen waren Menschen, wo ich das Gefühl habe, irgendwas zerreißt mich gerade. Also im Prinzip, ich hatte 2 Menschen, die einerseits vielleicht gut mit mir gemeint haben, in Gänsefüßchen auf jeden Fall, und andererseits aber auch, ich habe mich sehr manipuliert gefühlt. So. Ich sage jetzt aber gleich dazu, das, was ich erfahren habe, ist meine Seelenentscheidung gewesen. Ja, ich gebe niemand die Schuld, wobei man auch manche Dinge natürlich auch verschaffen muss und manchmal ein paar Jahre braucht, bis man gewisse Erfahrungen mit Menschen auch verkraftet hat. Ja? Also es gibt da immer beides. Ja? Es gibt da die Opferperspektive und die Schöpferperspektive. Ja, genau. Also es gab eine Außengeschichte und zum einen, und dann hat mich auch noch sehr gestresst die Weltsituation. Weil ich irgendwie gewusst habe, irgendwas ist da so schräg auf der Welt. Ja. Irgendwelche Leute, die uns hier regieren oder manipulieren, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Und so eine Menge an Dingen, die ich da erlebt habe, die haben mich, da kam ich an einen Punkt, wo hat es mir komplett der Boden weggezogen. Da bin ich also zuerst total gestresst gewesen. Und habe das dann irgendwie versucht, man könnte auch sagen, so ein spezieller Burnout-Prozess, also nicht, dass ich zu viel geschafft habe, ich habe natürlich schon immer versucht, alles gut zu machen, aber habe schon auch viel geschafft, aber eben auch so diese Dinge mit diesem Leiter, dieses Bewusstseinstraining, diese Person hat mich sehr gestresst, weil da war eine starke Hörigkeit auch da oder sowas in die Richtung eben, und dann noch ein anderer Mensch, der mir sehr nahe stand. Und dann hat es mir irgendwie, dann war ich irgendwann mal komplett die Energie weg. Und von außen gesprochen sagt man dann, der Mensch hat jetzt gerade eine schwere Depression. Mhm. Dann wollte ich das natürlich auch nicht wahrhaben und man denkt, in 3 Wochen muss das wieder gut sein. Mhm. Und dann sage da irgendwelche Leute, lass dir Zeit, nimm doch mal 3-4 Monate Auszeit oder so. Und man schiebt es dann vor sich her und es wird eigentlich immer schlimmer. Ja.
Und dann war die Frage, okay, wenn ich jetzt einen Raum hätte, wo ich mich mal hin, wo man hingehen könnte, um mich zu erholen. Ja. Übrigens, Klammer auf, ich träume von einem Gesundheitsdorf, ja, wo Menschen sind, wo man auch mal hinkommen kann und so weiter. Aber es gab, habe ich aber keins gefunden, also bin ich dann schon irgendwann mal auch in eine Klinik gegangen. Bei der ersten Klinik, das war noch ganz lustig, habe ich fünfmal ein- und ausgecheckt und bin am Abend wieder heim. Okay. Naja, Jetzt kann man drüber lachen, aber damals war das dramatisch, oder? es war wirklich, also es war lustig irgendwo, auch für mich. Und dann irgendwann mal bin ich in die Klinik und hat dann einen Therapeuten, der war so mein Alter, auch Arzt, also ich glaube sogar gleicher Jahrgang, war ein ganz netter Mensch, ja, und dann haben wir 3 Wochen diskutiert, ob ich da bleibe oder wieder heimgehe. 3 Wochen. Ja, und da habe ich mich dann ein bisschen gefangen wieder. Und dann gab es aber nochmal Phasen, wo ich dann wieder in so eine Phase bin. Und dann bin ich irgendwann mal gelandet in einem anthroposophischen Klinik im Stuttgarter Raum. Und da war ich dann auch, glaube ich, glaub, 2 Mal. Und habe mich dann da wieder aber echt gut gefangen. Also einmal war ich noch, da ging es mir eigentlich schon gut und ich durfte nur bleiben. Da habe ich das Gefühl gehabt, das ist die schönste Zeit meines Lebens, weil es mir richtig gut ging dann. Also Dieses sich wieder fangen, war das tatsächlich das andere Umfeld, die mehr wieder zu sich selber finden, weniger Stress im Außen? Also für mich waren schon so innere Prozesse, weil ich war ja eigentlich schon immer insofern ein gläubiger Mensch, dass ich irgendwie mit Gott sprechen konnte oder mit Jesus oder irgendwie so eine innere Verbindung hatte, einfach unabhängig jetzt von der Kirche, ja, aus der Katholik ausgetreten schon lange. Und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, da ist keiner mehr. Aber nicht, dass da keiner mehr ist, aber ich war irgendwie einfach, mein Herz war wie total verschlossen. Ja. Oder ich habe mich nicht mehr gespürt, also oder auch meine Kraft oder meine Lebensfreude. Das war eine Erfahrung, die ja also schon sehr anstrengend war, wenn man kennen vielleicht auch andere Menschen, wenn man einfach denkt, kann ja nicht sein. Oder dann ich als Arzt, als Bewusstseinstrainer, als was weiß ich, was ich ja alles schon weiß, ja, und, oder wie man aus Blockaden rauskommt. Und ich habe es einfach nicht mehr hinkriegt. Ich habe mich auch, ja, irgendwie vielleicht. Aber das ist mal die irdisch erlebte Geschichte, die Opfergeschichte. Und bei mir ist dann noch krasser geworden, nachdem ich mich dann ganz gut einstabilisiert habe, habe ich gedacht, jetzt habe ich einen richtig guten Kumpel gefunden, wie ein Bruder. Weil ich habe schon mein Leben lang suche ich eigentlich nur nach einem Bruder. Und um es einfach zu sagen, es ist ein krasser Psychopath, dieser Mensch. Also Narzisst und noch mal ein bisschen heftiger. Der hat mich von Anfang an verarscht, angelogen. Und eine ganze Sippschaft hat sich da um mich gekümmert. Also ich bin in eine Situation gekommen, wo ich einerseits Die auch. Art sagt dir oder was? Ja, nee, das, die, ich glaube, dass die übers Darknet verknüpft sind. Die tun so, als ob sie sich nicht kennen zum Teil. Das ist meine Geschichte. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil einfach auch Dinge dabei sind, wo man denkt, soll man das glauben? Was verzapft der da her? Aber ich wollte nur damit sagen, dass ich Ist da. deine Wahrheit und ich glaube, niemand kann deine Wahrheit besser als wie du selber, ne? Ja, also es ist immer noch so, dass auch manche Menschen aus meinem Umfeld sich tatsächlich schwer tun. Dass sie glauben, manche Dinge einfach nicht glauben können, weil sie auch zum Teil diesen Menschen kennengelernt haben und diese Menschen sind halt sehr gute Schauspieler. Ja, okay, Psychokarten generell, ja. Ja, also die können einfach Gefühle vortäuschen. Ich sage das mal nicht medizinisch, ja, nicht, dass man das falsch versteht oder auch nicht psychiatrisch, psychologisch, sondern einfach mal so ganz bodenständig. Die können, ich würde mal sagen, da fehlt die Fähigkeit, überhaupt Gefühle zu erleben. Das sagen auch manche Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch YouTube ein paar Leute, die das Thema besprechen. Aber die sind schon knallharte Schauspieler. Ja, Ja, und und diese Verbindung zu diesem, Anführungsstrich, Fastbruder, das hat sich dann gewendet und das war dann das zweite Mal, wo du in ein Loch gefallen bist, dann, oder was?
Ja, das war dann so, dass ich dort in einer sozial sehr schwierigen Situation war. Also ich hatte dann auch finanziell war ich dann absolut am Limit. Und durch auch so eine Art Hörigkeitsbeziehung habe ich in einer Stadt gewohnt. Ich habe ein Riesenhaus. Also lass mal die Geschichte mal weg. Es war so, mich haben dann zwei gute alte Freunde quasi, die sind in den Flieger geguckt. Sind zu mir geflogen, haben mein Busle vollpackt, was reinging, der Rest haben wir dort gelassen und haben mich heimgefahren. Okay. Du bist praktisch hier gerettet worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. So kann man sagen. Und nach dieser Rettung ist dir das alles wieder langsam bewusst geworden, dass du sagst, okay, ich war jetzt auf einem falschen Trip unterwegs. Genau, dann musste man das natürlich erstmal verkraften und natürlich auch Selbstvorwürfe, ja, man fühlt sich ja. Wie kann man nur so blöd sein oder was auch immer? Und man guckt Situationen an, wo man denkt, wow, ach so hat er das damals gespielt. Ach, das war. Also ich konnte dann einfach die ganzen Verknüpfungen, die da zu einer Geschichte gesponnen wurden, warum ich überhaupt da das alles geglaubt habe, konnte ich dann nachvollziehen und wer da alles mitgespielt hat. Es war dann eine Zeit und dann habe ich ja quasi Unterschlupf gefunden bei meiner Mutter. Es war auch eine sehr spezielle Erfahrung. Und dann bist du praktisch schon sehr, sehr tief wieder runter und wieder back to the roots, heim zu der Mutter, zu den Wurzeln. Ne? Genau. Da gibt es auch noch eine spannende Verknüpfung durch eine andere Inkarnation, würde jetzt aber zu weit führen. Also das wieder aus der Betrachtungsweise des Schöpfers, dass man sagt, okay, ich habe hier einfach einen Film erlebt, ja, einen Lebensfilm, ein spannender Film. Also es gab auch Situationen, die unglaublich, ja, auch in dieser schwierigen Phase gab es natürlich auch die andere Zeit, wo ich ganz tolle Dinge erlebt habe in dieser Zeit. Genau. Und dann war es so viel Schuldverarbeitung, also Eigenschuld, ja, Vorwürfe oder auch natürlich die Schuldzuweisungen an diese Menschen, wo man sagt, wenn du den halt treffen wirst, darf kein Vater hier stehen. Ja, also solche Geschichten, auch das Verarbeiten und dann, genau, da bin ich, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich nochmal in diese Klinik und dann bin ich war also auch sehr energetisch noch, wie angezapft. Und da bin ich also in die anthroposophische Klinik reingelaufen, habe mit irgendwas ist jetzt passiert. Also es hat sich alles wie abgeschüttelt. Und ich habe quasi schon ab dem zweiten Tag ging es mir schon sehr gut. Ja. Dann habe ich mich einfach dort erholt, habe angefangen, ein bisschen wieder zu gucken, wie kann mein Leben weitergehen. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt guckst mal, ob du eine Landpraxis findest oder irgendeinen Arzt, wo du mal mitschaffen kannst. So, ja, hast du ein bisschen was, bringst ja auch was mit, ja, mit eine Kenntnis im Schmerzbereich. Und dann hat sich aber ergeben, dass ich auch schon mal in so eine Reha-Klinik, in einer Reha-Klinik gelandet bin, als Assistenzarzt im orthopädischen Bereich, wo ich einerseits auch ein bisschen der Wunderheiler war, weil ich einfach auch nebenher dann Dinge gemacht habe. Und das hat dann der Chefarzt nicht vertragen. Und deshalb bin ich dann bald auch gewechselt. Dann in die Psychiatrie. Und da hatte ich dann auch eine eigene Praxis angemeldet. Also es hat sich auch alles gut angefühlt. Aber da hatte dann der Physiotherapeut, der Chef von der Physiotherapeutin, mega Stress, weil ich mit den Menschen quasi als Visite bin ich mit meinem Physiotherapeut, also ein anderer, freitags immer spazieren gegangen, habe mit Stöcken, mit den Übungen gemacht. Also ich habe was mit denen gemacht. Ja. Gleichzeitig hatte ich eine Visite, weil alle da waren. Ich konnte sehen, geht es jedem gut. Man konnte ein Gespräch führen und so. War mit der Chefärztin abgeklärt. Die fand das eine super Idee. Aber dieser Physiotherapeut hat so einen Kamm gestochen. Der hat Fragen, dass da er nicht gefragt wurde, dass ich mit denen Menschen etwas mache, was im physiotherapeutischen Bereich ist. Das wird das irgendwie hochkommen, ja. Das mal angedeutet, so die. Was eigentlich auch im medizinischen Bereich, was da manchmal für energetische Blockaden sind, wo man die Nerven verbraucht, anstatt man. Ja, das ist deine Geschichte zeigt, dass jemand unterwegs ist, um Menschen helfen zu können und immer wieder in diese Gefangenschaft der Systeme kommt und der ja auch der Egos der Menschen, die noch sagen, okay, das ist mein Bereich, da kannst du hier nicht arbeiten, das geht gar nicht, du musst was anderes tun, weil das gehört mir, etc. Das ist schon klar. Also, da gibt es natürlich Menschen, die sagen, okay, ich gehe mit Ellenbogen da durch und behaupte mich hier
Und du bist ja doch, sagen wir, ein bisschen sensibler und sagst, nee, also ich will hier nicht mehr mit brachialer Gewalt durch und mich durchsetzen, sondern du passt dich an und sagst, okay, dann wechsel dich und geh lieber woanders hin. Genau. Ne? Ja, dann war ich, das hat da auch wirklich Freude gemacht, eine Zeit lang in der Psychiatrie und habe als Psychotherapeut gearbeitet. Und kann ich schon sagen, also die meisten Menschen waren sehr berührt von mir als Therapeut, weil ich eben auch schon einmal von Herz- und Augenebene, ja, weil ich eben, das sind natürlich auch viele Leute mit dem Thema Depression. Und wenn man dann sagt, ich habe auch so eine Erfahrung und ich bin auch mal auf dem Stuhl gesessen, wo Sie sitzen. Das ist natürlich eine krasse Nummer, wenn man sagt, okay, ich war mal auf der Seite, wo du jetzt sitzt, ein paar Jahre zurück und jetzt sitze ich hier und heile dich oder versuche dir zu helfen. Es ist schon, das Leben ist oft schon lustig, wie das läuft, ne? Ja, genau. Also das hat mich auch versöhnt, oder das mag ich vielleicht auch jetzt hier. Deshalb habe ich das Thema, spreche ich auch so offen darüber. Ich müsste ja nicht, ja. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt ein Versager bin oder war. Ich habe mich natürlich lang so gefühlt. Aber die Botschaft soll auch ein bisschen sein, wenn jetzt gerade jemand einfach mal in einem Tief hockt und sagt, ich verstehe nicht, warum ich gerade in diesem Müll oder in diesem dunklen Bereich bin. Dass ich sagen kann, ich glaube, dass jeder, der da sitzt, dass es auch wieder anders wäre kann. Und Genau das, wenn die hermetischen Gesetze, wenn du unten bist, geht es auch wieder in die andere Richtung. Und wenn man da Vertrauen fasst, aber du hast ja offensichtlich dann auch Vertrauen gefasst, dass es dann wieder besser wird. Du hast es ja von Tag zu Tag gespürt. Ne? Und jetzt bist du wieder so gefestigt oder jetzt bist du wieder so unterwegs, dass du sagst, okay, jetzt bin ich, jetzt weiß ich, was ich will und ich mache jetzt das Silent Touch, weil das Buch ist ja von 2012, glaube ich. Ne? ja, ich glaube, da habe ich es geschrieben, ja, da ist es erschienen, genau. Das wird jetzt nochmal neu verlegt, also das wollen wir selber machen. Außer es ist jetzt hier jemand, der einen Verlag kennt. Wir hatten einen Verlag in Kontakt, aber die wollten sehr viel Geld, was ich jetzt gerade nicht so aus dem Ärmel schütteln habe können. Deshalb machen wir das selber mit jemandem, den wir auch kennen, aus dem Bekanntenkreis. Kriegt Unterstützung und das wollen wir uns als E-Book, ich muss es noch ein bisschen verschönern, ich möchte die Grafiken noch ein bisschen schöner machen. Aber dieses Buch, was es noch gibt, ja, ich habe noch ein paar Exemplare und Ich jetzt habe gesehen, es gibt auch auf Amazon noch zu kaufen. tatsächlich gibt es auch noch, also Amazon gibt es noch. Ansonsten kann man auch bei mir sich eins holen, wenn man keins mehr kriegt. Und in ein paar Wochen vermutlich gibt es dann das E-Book und dann auch eine neue Printausgabe. Ich werde an deinem Kurs teilnehmen. Wir haben gesagt, wir machen da ein paar Videos. Wir werden ein bisschen was live machen, damit die Leute sehen, wie du arbeitest, wie das funktioniert, auch ein paar Stimmen einfangen. Weil ich glaube, dass du tatsächlich hier ein Talent hast, sagen mir meine Spirits, Menschen zu helfen, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und glaube auch, dass hier die Zeit, sage ich mal, für dich spricht. Die Ja, Leute sind das offener. sehe ich auch so. Ich habe natürlich auch, bin ein spiritueller Mensch, wenn du es gerade ansprichst. Ich habe auch so meine Zugänge und ja, ich sage es vielleicht noch so, was mir sehr gut geholfen hat. Ich habe das Buch auch empfohlen. Das darf die Menschen auch wissen. Es ist das Buch Ohne Worte von der Christiane Hansmann. Und da ich die Christiane schon länger kenne, also 15, 17 Jahre, und sie hat sich zum Medium verwandelt, quasi irgendwann mal ungewollt. Hat es in dieser schwierigen Phase, wo ich gerade vorher darüber gesprochen habe, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Diese Botschaften von Salvador, die es auch auf YouTube gibt, wenn man da Also, auf. ich channel dein Wesen, das nennt sich Salvador, der hier Themen zum Körper, zum Sein durchgibt, nicht? Also Weisheiten, sage ich mal, aus der höheren Perspektive heraus. Genau, also sehr konkret, er gibt, also er. Ich spreche von einer Gruppe, die haben nur das Wir, wo ich auch ein Fan bin, aus für die Wir-Kraft, ja, werde ich auch immer wieder betonen. Genau, also er bringt natürlich er hat eine sehr spezielle Sprache, an die muss man sich auch schon mal gewöhnen oder darf sich gewöhnen, aber er ist, also ich wollte sagen, krass logisch, ja, er ist einfach logisch. Also es ist wirklich auch Mathematik quasi. Und am Schluss des Buches bringt er auch eine sehr interessante Energieanatomie, also auch für mich jetzt als Arzt oder als Therapeut, nochmal ganz neue Räume. Ja, das geht dann übers Chakrensystem hinaus, wo man dann nur wirken kann in diesen
so pyramidenförmiges System ist das. Oben gibt es noch ein Basischakra, also nochmal ein größeres Chakra und unten, und es gibt verschiedene Raumtore und so weiter. Aber eine Wissenschaft für sich. Aber auch da gibt es nun auch für mich, und das wird in Silent Touch auch einfließen, nochmal ganz neue Möglichkeiten. Da öffnen sich nochmal ganz neue Räume. Ich sage jetzt mal was ein bisschen Spezielles, weil da bin ich selber noch am Erforschen. Ich habe mal gesagt, ich habe so auch in meinen jugendlichen Jahren auch immer manche Dinge nicht so erlebt. Aber ich gesagt, okay, ich finde es raus, wie ich wieder jünger werde. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy, ein bisschen speziell an, ja. Aber auch solche Dinge sind möglich. Das heißt, man kann sich nochmal ganz anders energetisch ernähren. Ja, das glaube ich ja. Nämlich übers Herztor, ja, und aus anderen Räumen. Also da ist ganz viel offen, was jetzt in dieser Zeit, und jetzt komme ich zurück auf das, was du gesagt hast, dass meine Zeit gekommen ist, ein Gänsefüßchen. Das stimmt, ja, das Buch ist komplett aktuell. Das hat mir auch ein gemeinsamer Freund von uns gesagt, der hat gesagt, das Buch ist mega, ja, weil ich da auch immer gedacht habe, naja, 10 Jahre alt, kalter Kaffee, aber ich habe es dann selber nochmal gelesen und aufgestanden vom Schreibtisch hier oder vom Computer, bin raus zum Weinen, weil ich so berührt war, was ich da damals schon geschrieben habe, ja, und was ich damals schon erkannt habe, was jetzt zum Beispiel auch der Salvador zum Teil bestätigt. Also da schließt sich jetzt auch für mich. Aber was das Schöne an dir ist oder an diesen Gesprächen, dass man sieht, auch wenn Menschen tatsächlich eine, ja, wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, medizinische Ausbildung haben, die aber immer schon gespürt haben, hier ist mehr, diese Weisheit, die wir hier lernen, ist ja nur ein kleiner Teil einem viel größeren System, und sich permanent öffnen und jetzt auch diese neue Öffnung mit dem sagen, okay, ich lasse auch zu, das Channeln, oder dass sie auch Intelligenzen, auch hier Botschaften, Informationen zu unserem Wohl durchgeben können. Also hier können Sie auch nochmal energetisch hier arbeiten, ich kann hier nochmal was dazu liefern. Das finde ich schon sehr speziell. Ja. Also ich glaube sogar, dass wir mehr oder weniger, also im optimalen Fall, ich sage es jetzt einfach nochmal ins Feld hinein, ich träume von zunächst einem Gesundheitsdorf, wo Menschen liebevoll miteinander wirken. Und ich bin auch gerne ein Zimmermann und du auch gerne Kocher. Also ich würde gerne so in der Natur sein. Ja. Ich möchte auch die Menschen übrigens in die Natur bringen, weil der Wald zum Beispiel ist ein mega Heilmittel. Ja, Waldduschen. Die Natur ist ja vollkommen. Also wenn du in diese Schwingungsbereich reingehst, dann hast du sofort eine, ja, das ist wie wenn du in der Steckdose der Hände wieder auflädst. Ne? Ja. Also was ich eigentlich sagen wollte, man kann sogar sagen, man kann, natürlich, nehmen wir mal das Beispiel Chirurgie. Ja, super, ja, ist ja keine Frage. Und trotzdem, also einerseits, man hat die Möglichkeiten, und trotzdem würde ich mal sagen, 80% der Operationen könnten sich sparen. Im orthopädischen Bereich sowieso. Ja. Aber das ist natürlich eine krasse Nummer. In einem YouTube-Video, was ganz gut ist, das heißt Silent Touch, der Masterkurs, da spricht auch der Rüdiger Dahlke über das Thema und hat gesagt, ja, da würden ganz viele ihr Brot verlieren. Und natürlich ist das nicht gewollt. Aber es ist halt so. Ja. Also, was ich jetzt nochmal zu dem Thema sagen wollte, ich glaube, wir können ein bisschen wie so ein Reset machen und die Reise geht jetzt los. Wir können quasi die Medizin nochmal ganz neu erschaffen, ja. Ja, mit neu aufsetzen, ja. Auch mit diesem Wissen, dass es kein Tod gibt, dass das Bewusstsein die Basis ist, dass hier auch andere Intelligenzen wirken können, dass man sich hier öffnen kann und dass es hier eine gesamte Intelligenz hinter diesem System gibt, die nicht alleine lässt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das ist nochmal, genau, das ist jetzt eigentlich so, ich spreche jetzt mal ein bisschen in einer Sprache, die wir verstehen. Das ist jetzt der Burner, der jetzt noch dazu kommt, auch für mich, dass jetzt die geistige Welt voll da ist. Und dass wir da, also da geht es jetzt nicht nur um Techniken oder so, sondern wirklich um Präsenz. Ja? Ja. Dass wir auch die Menschwesen und die Licht- und Geistwesen, die finden sich. Also auch da gibt es Familien. Ja? Ich habe zum Beispiel jetzt auch in Bezug ein bisschen auf Ohne Worte und Salvador Wissen, sage ich mal. Ich bin im Strahl von Gabriel. Also der beschreibt auch so die Erzengeltore. Ja? Nicht vielleicht, wie man es von der Kirche kennt, aber einfach, das sind potenzielle Tore, die sich da hinter der Quelle, um es einfach zu sagen, öffnen. Und da gibt es auch Seelenfamilien. Ja, und ich habe da schon auch eine Zugehörigkeit. Das heißt, ich habe nicht nur dich als Bruder, als Mensch, ja,
sondern ich habe auch einen Bruder, der im geistigen Raum ist. Jetzt mal nur ein bisschen theoretisch. Für mich, ich darf mich nur dran gewöhnen, oder wie? Ja, früher, viele sagen halt Engel, oder manche sagen Geistführer, oder wie auch immer. Es ist egal, wie man das nennt. Aber dieses System, wie gesagt, mir Mensch ist nicht abgeschlossen, weder in diesem Realitätsebene noch in die nicht sichtbaren Bereiche, ne? Jenseits des Greifbaren. Das spreche ich deshalb an, weil auch in der Medizin oder in jedem Lebensfeld, aber auch in der Heilung, öffnen sich hier Möglichkeiten, die komplett neu, also ganz neue Optionen eröffnen. Ja. Aber darf man dran Schritt für Schritt wirken. Aber wie gesagt, ich glaube, da kann ich ein bisschen wie Werbung machen. Also Silent Touch hat dann sehr guten Zugang. Ich bin da sicher ein Pionier diesbezüglich. Und gleichzeitig habe ich aber auch viel Erfahrung. Also es wird auch sehr körperlich und auf den Kursen wird man auch viel lachen, ja, und tanzen und singen. Und ich freue mich, du hast jetzt gerade gesagt, du kommst, das freut mich mega, du hast schon angedeutet. Das wird richtig gut. Na, Harald, also ich denke, wir konnten jetzt den Menschen mal ein bisschen einen Einblick geben. Wir haben gesagt, ich werde mehrere Gespräche noch führen mit dir, natürlich auch mit anderen, die gerade aus diesem medizinischen, technischen Bereich kommen, die sagen, okay, ich habe hier einmal die materialistische Ausbildung, aber ich habe hier auch ein Wissen, ich weiß, dass es darüber hinausgeht. Und diese Menschen hier drüber, darum sage ich auch einen Dank an dich, dass du dich traust, hier darüber zu sprechen, weil so viele Menschen mit dieser Ausbildung, die kannst du nicht vor die Kamera bringen und sagen, nee, ich, hinter der Kamera, da kriege ich die tollsten Geschichten, aber vor der Kamera, da wirst du dann schon dünn. Ne? Ja. Gut. Das heißt, es geht am Ende zu, oder? Habe ich es richtig verstanden? Ne? Ja, ich denke, wir haben hier ein paar Sachen gesetzt. Wie gesagt, ich werde deine Webseite noch verlinken, auch deine Kurse drauf, silent-touch.net, und freue mich schon auf unser Treffen und mal schauen, was sie da alles noch an Informationen generieren können für unsere Zuseher, dass sie sich wieder, sage ich mir selber, ein bisschen mehr Gutes tun können, vielleicht noch für ewig jung, wie auch immer. Mal schauen, was alles passiert. Harald, ich wünsche dir noch ein gutes Nächtle und den Zusehern bis demnächst wieder. Ich weiß nicht, wann das nächste ist. Ich bin jetzt eine Woche wieder auf Dreh unterwegs und danach geht es wieder in voller Runde weiter. Übrigens, es gibt auch bald einen neuen YouTube-Kanal und auch einen neuen Kabelkanal, Time of Change, DocTV, aber dazu in Kürze mehr. Da gibt es dann auch ganz, ganz tolle Dokus und Serien und Talks und was auch immer die Welt braucht in vielen, vielen Kabelkanälen deutschlandweit. Und wir werden hier die Welt verändern. Ja, Harald, so machen wir es. Ja, vielen Dank. Ich nochmal vielen Dank an die Zuschauer fürs Zuschauen. Und ich freue mich, dass heute quasi auch in dieser Form eine Premiere stattgefunden hat. Und es war total kurzweilig mit dir, lieber Remmuk. Und